So, jetzt haben wir die Hälfte durch. Bei der fünften Frage geht es irgendwie halt in erster Linie darum, was ist denn das, wo du sagst, okay, hier, ne, bis dahin komme ich leicht voran, bis dahin kann ich es selber machen oder ich will es selber machen. Und ab da bin ich am Ende mit meinem Latein. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn sie so und so macht. Oder im Endeffekt, wo ist denn der Bereich, wo meine Existenzberechtigung ins Spiel kommt? Dass du sagst, okay, hier, ne, ab da möchte ich das nicht selber machen, ich möchte, dass wir es zusammen machen oder dass du es für mich machst. Stell dir vor, da sagt jemand, wie halt das Problem, was ich habe, ist diese Wand. So. Ein Problem ist noch keine Zielsetzung und eine Zielsetzung ist noch kein Auftrag. So, jetzt finde ich heraus, okay, hier, ne, das Problem mit der Wand ist, die Person will, dass es blau ist und das ist jetzt gerade weiß. So, was willst du denn jetzt von mir? Soll ich das blau anmalen? Soll ich dir Farbe kaufen? Soll ich dir zeigen, wie man Wände anmalt? Soll ich jemanden beauftragen, der das irgendwie halt professioneller macht? Im Endeffekt, bei der Frage 5 sortieren wir so ein bisschen die Sachen, wo du sagst, okay, hier, ne, das kann ich oder will ich alleine machen? Und ab wann ist praktisch immer halt, ne, praktisch meine, wo ist mein Auftrag oder wo ist meine Rolle praktisch, wo du sagst, okay, ja, das würde es tatsächlich besser, schneller oder einfacher machen.